bend towards your control. I'm calling to your kingdom. Ich bin auf der Reise zu jemandem, den ich für einen Freund halte, obwohl wir uns noch nie persönlich begegnet sind. Denn seit ich ihn kenne, hat er im Gefängnis in Guantanamo gesessen. Das berüchtigte US-Gefängnis Guantanamo Bay. Viele Häftlinge sind schon seit 15 Jahren hier. Heute darf einer von ihnen nach Hause, Mohamedou Slahi. Sein Buch über die Missstände seiner Inhaftierung wurde zum internationalen Bestseller. Slahi saß 14 Jahre in Haft, ohne Anklage bzw. Gerichtsverfahren. Nachdem das US-Bundesgericht seine Freilassung angeordnet hat, kehrt er als gefeierter Held in seine Heimat zurück. Ich bin amerikanischer Journalist und lebe in Deutschland. Das Schicksal von Mohamedou Slahi ist die Art von Geschichte, die mich packt. David und Goliath, die geballte Macht der US-Regierung gegen einen einzelnen Menschen. Vor 9 Jahren begann ich im Fall Slahi zu recherchieren. Ich war damals der erste Journalist, der die Geschichte aus Mohamedous Perspektive erzählte. Seine Version der seltsamen und verwirrenden Ereignisse. Wie er als Sohn eines Kamelhirten mit einem Stipendium nach Deutschland kam und schließlich in eine Zelle in Guantanamo Bay landete. Seine Anwälte erzählten, dass er zusammenbrach und weinte, als er meinen Artikel in Guantanamo las. Ich sollte bald herausfinden, dass es einen Grund gab, warum Mohamedou Slahi mich sehen wollte. Er hatte mit dem, was ihm in Guantanamo angetan wurde, noch nicht abgeschlossen. Er hatte einen Plan. Guten Morgen. Hey, good morning. Hallo. Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Yeah. And you're reading Kafka, yeah. Und du liest Kafka. Yeah, was great. Liest du denn? What are you reading? Ich lese gerade Der Prozess. Der Prozess. Das ist ja perfekt. Das ist ja deine Geschichte. That's your book, isn't it? That's, yeah. That's your story. That's amazing. In dem Bestseller, den Mohamedou Slahi in Guantanamo geschrieben hat, steht, dass er die Männer und Frauen, die ihn misshandelt haben, auf einer Tasse Tee zu sich nach Hause einladen möchte. Ich dachte, das sei nur eine Höflichkeitsfloskel. Aber nein, er meint das todernst. Und plötzlich wird mir klar, er denkt, dass ich als amerikanischer Journalist ihm dabei helfen kann. Sein Plan, ich soll losziehen, um die Leute für ihn zu finden. Aber wie? Sie alle gehörten einem Verhörteam an, dem Special Projects Team, das von Kritikern auch als Foltereinheit bezeichnet wird. Slahi hat ihren Namen nie erfahren. Manche Gesichter hat er nie gesehen, denn sie hatten Tarnnamen und trugen Masken. Hi everyone. Wie sollte ich sie finden? Mein Name ist Mohamedou Slahi. Ich stamme aus Mauretanien. Dort wurde ich entführt und nach Guantanamo Bay gebracht, wo ich 14 Jahre lang eingesperrt war. Während meiner Haft habe ich dieses Buch geschrieben, das Guantanamo-Tagebuch. Das ist die aktuelle Ausgabe. Das war zu lang, zu lehrerhaft. Nochmal. Hi everyone. Hallo. My name is Mohamedou Slahi. Ich bin Mohamedou Slahi. In Guantanamo Bay bin ich vielen Menschen begegnet. Die meisten haben mich gut behandelt, aber einige wenige haben mich schlecht behandelt und sogar gefoltert. Ich danke denen, die gut zu mir waren, und vergebe jenen, die schlecht zu mir waren. Ich lade Sie alle ein, in mein Haus zu kommen und mit mir Tee zu trinken. Auf unsere Gesundheit. Vielen Dank.
Mohammedou stellt all seine Videos online. Er hofft, dass die Leute vom Verhörteam sie sehen und dadurch motiviert werden, ihn zu kontaktieren. Aber jetzt mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist das? Was weiß er über sie, was ich nicht weiß, das ihn so optimistisch macht? Nachdem ich einige Zeit mit Mohammedou verbracht habe, wird mir klar, dass etwas Fürchterliches zwischen ihm und dem Verhörteam passiert sein muss. Etwas seltsam Intimes. Will er deshalb noch einmal mit ihnen reden? Es wird nicht einfach sein, diese Leute zu finden. Ihre Identität wird von der US-Regierung geschützt. Sollte ich es trotzdem versuchen? Ich begann, wie ich immer beginne. Ich las alle Unterlagen, die ich dazu finden konnte. Was für öffentlich zugängliche Dokumente gibt es? Enthalten sie Hinweise? In den Fußnoten des Berichts des US-Senats über Mohammedous Misshandlung finde ich einen Namen, der erstaunlicherweise nicht geschwärzt ist. Mohammedou nennt ihn in seinem Buch The Marine. What did he actually do to you? Was hat er dir angetan? Er hat mir einen Eimer mit Wasser über den Kopf geschüttet. Ich habe sehr gefroren. Und dann hat er mir Fragen gestellt. Er hat gesagt, wenn du nicht antwortest, schütte ich dir noch mehr Wasser über den Kopf. Und dann, er hat nicht mitbekommen, dass ich nicht sprechen konnte, weil ich unterkühlt war. Er dachte, ich wäre einfach stur. Ich wäre fast gestorben. Es ging sehr schnell. Zehn Monate später bin ich in den USA. Die Aufgabe ist zu groß, um sie allein zu bewältigen. Ich brauche Hilfe. Mein Kollege Paul, auch ein investigativer Journalist, kommt mit. Der Nachname von The Marine ist so gewöhnlich, dass es Tausende von Amerikanern gibt, die genauso heißen wie er. Ich brauchte ewig, um den richtigen zu finden. Wir haben eine Telefonnummer und eine vage Verabredung. Aber warum will er eigentlich mit uns sprechen? Hallo. Hi, es tut mir leid, wir sind spät dran. Wir suchen gerade die Adresse. Wo genau treffen wir uns? Ich komme zum Tor. Keine Kameras. Tonaufnahmen sind okay. Okay, wir sind gleich da. Bis gleich. Das muss ja sein. Die Kamera darf aber nicht mitkommen. Ich sage euch, wie es war. Meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass man ihn mit Samthandschuhen anfasst. Dieser Mann wurde nicht gefoltert. Ihm wurden keine körperlichen Verletzungen zugefügt. Ihr versteht das doch. Ich habe Angst um die Sicherheit meiner Familie oder vor möglichen Prozessen. Wollt ihr was trinken? Unglaublich, dass er uns reingebeten hat. Sein Gin Tonic war ja super. That was a beautiful gin and tonic, I'll tell you that. So you want to go under the highway. Wir fahren unter dem Highway durch und dann links. Ich habe zu ihm gesagt, na, wo ist dein Allah jetzt? Er hat dir voll ins Gesicht geschissen. Du hast dich für die falsche Seite entschieden. Und, was sagst du jetzt?
Angst machen, Gewalt androhen, damit erreicht man viel. Aber ich schwöre, ihm wurde nie wehgetan. So arbeiten wir. Das ist keine Folter. Das sind unsere Methoden. This could be history. No, that's his. No. But we're. Oh, here's the wife. That's yeah. Nice. No, it's Showtime, my friend. Showtime. Is it recording? Läuft die Kamera? Ja, Kamera läuft. Ja, das ist recording. Ja. Come here, guys. Kommt rein. Ich weiß noch, dass ich Todesangst hatte, als ich in das Gebäude rein bin. Ich hatte mit einem 2,50 Meter großen 100-Kilo-Typen gerechnet. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber als ich durch den Türspion gucke, sehe ich diesen dünnen, kleinen, dunkelhäutigen Mann auf dem Bett, der aussieht, als hätte er keine Ahnung, was gerade passiert. Ich habe ihm die erste Mahlzeit gegeben, Mittagessen oder so. Er war so dünn und zerbrechlich. Er sah total verängstigt aus. Aber ich bestimmt auch. Ich glaube, wir hatten beide Angst voreinander. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich getan habe, falls ich ihm irgendwie Schmerzen zugefügt habe. Ich will Klarheit und ich will ihm sagen, es tut mir leid. Ich bin seit ein paar Jahren überzeugter Christ. Ich trage dieses Gewicht mit mir herum und jetzt kann ich ihm sagen, dass es mir leid tut. Ich kann nicht für die Regierung um Verzeihung bitten, das geht nicht. Aber für mich selbst, falls das irgendwie Sinn ergibt. Zieh dir die Jacke an. Wir haben auch kleine Sonnenbarsche hier drin. Normalerweise kommen die großen Kois. Wenn die mit den Flossen schlagen, sieht es aus, als würde da ein Monster drin wohnen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war so aufgewühlt. Hat auch er dich gefoltert? Ja, ja, er gehörte zum Team. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Wir haben eine Weile auf der Straße gelebt. Manchmal hatten wir nichts zu essen, keinen Strom, haben im Obdachlosenheim gewohnt. Wir waren arm. Als ich zur Armee ging, war es schön, was zu essen zu bekommen, nicht mehr hungern zu müssen. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich mir Sachen kaufen. Okay, ich habe hier die Verhörsstrategie des Verteidigungsministeriums für Mahamudu. Hier steht, bis zu 20 Stunden lange Verhöre, Erniedrigungen, Gebetsverbot. Kommt Ihnen das bekannt vor? Naja, es hieß, wir sollten ihm nicht erlauben zu beten und so. Wir haben nur bemerkt, dass er betet, wenn er sich hingekniet hat, um seine 5 Gebete zu sprechen. Wenn ich das gesehen habe, musste ich reingehen und ihm sagen, dass er aufhören soll. Aber wollte ich das? Ich glaube an Gebete, wirklich. Ich bin selber in einer Gebetsgruppe und so. Ich glaube, jeder hat das Recht zu beten.
Es hat mir echt das Herz gebrochen, es jemandem zu verbieten. Das war echt hart für mich. Wissen Sie eigentlich, was Mohamedou über Sie geschrieben hat? Ich zitiere: Ich versichere Ihnen, lieber Leser, dass Master Jedi, also Sie, keinen Spaß daran hatte, mich zu quälen oder zu foltern. Nichts von all dem wollte ich jemals jemandem antun. Darum lastet das wohl alles so lange auf meinen Schultern. Es ist hart. Ich habe ständig daran gedacht. Ich hatte all die Jahre wirklich schwer daran zu tragen. Ich war ja auch neugierig und schaute immer wieder nach. Ist er noch da oder nicht? Damals wurde einem gesagt, er kommt nie wieder raus. Aber man hofft, dass er freikommt. Meine Frau fragt, wie er nochmal heißt. Kommt er Ihnen bekannt vor? Der Typ aus der Nachtschicht? Mr. X? Das Verhörteam ordnete Isolationshaft für Mohamedou an. In einer kleinen, fensterlosen Zelle wurde er ununterbrochen befragt. In seinem Buch schreibt er, dass die Nachtschicht die schlimmste war. Sie gehörte einem großen Typen, der immer Overall, Skimaske und Sonnenbrille trug. Mr. X. Aber Moment mal, wo haben wir die Bilder von ihm her? Manchmal hat man einfach Glück. Ein Freund unseres Informanten war bei einem Barbecue in Maryland. Die Rede kam auf Guantanamo. Und ein kräftiger Typ sagte ein paar Dinge, die sich so anhörten, als wäre er Teil des Verhörteams. Wir hatten also einen Namen. Und sobald man einen Namen hat, kommt Facebook zum Einsatz. Monatelang versuchten wir, Mr. X zu kontaktieren. Auf allen möglichen Kanälen. Facebook, LinkedIn, Signal, E-Mail. Sind wir immer im Spamfilter gelandet? Inzwischen hatten wir sogar herausgefunden, in welcher Stadt er wohnt. Aber ihn einfach so anzusprechen, schien nicht ratsam. Er hat mich jede Nacht in den Kühlraum gesperrt. Da lag ich auf dem Boden, gefesselt, nackt. Und er hat das Stroboskoplicht angemacht. Das war sehr schmerzhaft für die Augen. Und er hat laute Musik gespielt, die ganze Nacht lang. Eines Nachts musste ich mich nackt ausziehen. Und er zeigte mir Bilder der mächtigen, großartigen Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Überall waren diese Bilder. Auf dem Boden, überall. Er hat seltsame Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er die ganze Nacht die US-Nationalhymne gespielt. Keine Ahnung warum. Irgendwann konnte ich sie auswendig. Immer und immer wieder. You think I'm going to cry? I don't know how to cry. Wenn du darauf wartest, dass ich weine, kannst du lange warten. I don't know how to cry. Ich kann nicht weinen. Okay, so let's go back. Ich möchte dir gerne was zeigen. Komm bitte. So you know I'm really into German Aktenordner. Ich liebe ja deutsche Aktenordner, weißt du, für die ganzen Dokumente und so. You know, this paper and stuff like that. Now these, I want to show you some pictures. Ich will dir ein paar Bilder zeigen. You know who that is? Kennst du den? No. Nein. It's Mr. X. Das ist Mr. X. It's much more shallow than I thought. Er sieht viel einfältiger aus, als ich dachte. What? Wie bitte? Much more shallow. Viel einfältiger. What do you mean? Wie meinst du das? Yes. Why is he posing? That's. Warum posiert er wie ein 17-jähriger Junge? Er ist ein ganz normaler Typ und er zeigt seine
Er hätte mich nicht zu fesseln brauchen. Er hätte mich jederzeit fertig machen können. Aber er hat darauf bestanden, dass ich rund um die Uhr gefesselt war. Ich war total schwach, weil ich kaum was zu essen bekam. Ich konnte nichts tun. Er hat mich immer wieder hier hingeschlagen. Wohin? In die Rippen. Er hat mir die Rippen gebrochen. Er hat dir die Rippen gebrochen? Ja, das ist dokumentiert. Er hat mich zweimal fast getötet. Ich habe ihm immer wieder gesagt, versteht ihr nicht, dass ich das nicht mehr aushalte? Ja, er hat mir sehr weh getan. Würdest du diesen Mann in dein Haus einladen? Auf jeden Fall. Ich würde ihn als meinen Gast behandeln. Auf jeden Fall. Würdest du ihn auch umarmen? Umarmen? Nein. Ich würde ihm die Hand geben, aber umarmen... Irgendwann bestimmt, aber... Nein. Nein, aber bei der ersten Begegnung? Nein. Mein Handschlag. Sonst wäre ich ein kranker Mann. Ich bin kein kranker Mann. Zumindest will ich das gern glauben. Ich wünsche diesem Mann das bestmögliche Leben, auf jeden Fall. 100%. No question asked. Und er könnte sich beim nächsten Mal ruhig eine Hose in seiner Größe kaufen. Wir haben ein Problem. Keiner sonst will mit uns reden. Ich habe mindestens 100 Leute angeschrieben, die in Guantanamo stationiert waren, als Mohamedou vom Verhörteam misshandelt wurde. Doch niemand hat geantwortet. Aber dann rettet uns Hollywood. Sie kündigen die Verfilmung von Mohamedous Buch an. Und es stellt sich heraus, dass der Spielfilm das Verhörteam nicht glücklich macht. Seit wann werden in diesem Land Menschen ohne Gerichtsverfahren einfach weggesperrt? Seit ich hier bin, sagt man mir, du bist schuldig. Nicht, weil ich irgendetwas getan habe. Ich bin allein wegen meiner Verbindungen verdächtig. Mr. Slahi, heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen mir nach. Der Mauretanier. Als ich von dem Film über ihn erfahren habe, bin ich auf IMDb gegangen. Da sah ich sein arrogantes Gesicht und dachte nur, Scheiße. Und als ich gehört habe, dass er in dem Film mitspielen soll, habe ich mich so aufgeregt, dass mir ganz heiß wurde. Mein Blutdruck schoss in die Höhe. Ich dachte, wie kann es sein, dass ein bekannter Al-Qaida-Terrorist in einem Film mitspielt, der vielleicht auch noch einen Oscar gewinnt? In was für einer Welt leben wir denn? Als ich die Chance hatte, für diesen Fall als Hauptanalystin nach Guantanamo zu gehen, habe ich zugegriffen. Ich war eine fantastische Analystin. Wirklich gut. Ich vermisse die Geheimdienstarbeit sehr. Ich konnte 200 Berichte lesen, mir alles merken, Verbindungen zwischen Gefangenen und Nichtgefangenen herstellen. Ich konnte alles auswendig. Ich war echt gut.
Ganz ehrlich, viele haben mich dafür gehasst. Warum? Neidisch? Keine Ahnung. Dieser Typ. Der ist sowas von charismatisch, so wie ein Autoverkäufer. Der könnte einem Eskimo Eis verkaufen. Or he could sell ice to an Eskimo. He is that kind of guy. He is everybody's friend. Er ist jedermanns Freund. Ein entspannter Typ, mit dem man gut reden kann. Und er ist sehr manipulativ. Er ist ein Genie. He's a genius. He really is. But he is exactly what Bin Laden wanted. Genau so einen hat Bin Laden damals gebraucht. Und er hat getan, was Bin Laden von ihm verlangte. Drei der vier Entführer vom 11. September hat er für Al-Qaida rekrutiert. Ziad Jarrah, Mohammad Atta und Marwan al-Sheikhi. Er war das. Da bin ich hundertprozentig sicher. Natürlich weiß ich, was man Mohammedou vorwirft. Schließlich war mein Artikel der erste, der den Verdacht in Frage stellte. Aber es ist schon irgendwie komisch zu hören, wie jemand die Vorwürfe so überzeugend vorträgt. Es gibt ihre Interpretation der Ereignisse und seine. Sie können nicht beide richtig sein. Why did she want to talk to us? Warum wollte sie mit uns reden? Weil sie eine Botschaft hat. Weil sie uns benutzen will für ihre Botschaft, dass Mohammedou ein gefährlicher Terrorist ist. Oder? Es stimmt, dass Mohammedou Anfang der 90er Jahre von seiner deutschen Universität aus nach Afghanistan ging und sich Bin Ladens Mujahideen anschloss, wie viele junge Muslime zu dieser Zeit, darunter auch sein Vater. Aber macht ihn das automatisch zu einem Terroristen? Damals bewaffneten die USA die Mujahideen für den Kampf gegen die afghanische Regierung, die von der Sowjetunion unterstützt wurde. Du bist nach Afghanistan gegangen, ohne die politische Situation zu kennen? Leider ja. Wie siehst du deinen Kampf für Bin Laden und die Amerikaner heute? Ich war sehr dumm. Ich war nicht gut informiert. In den 80er und 90er Jahren war die Berichterstattung im deutschen Fernsehen sehr einseitig. Die Afghanen bzw. die Mujahideen sind gut, die Sowjets tun ihnen Unrecht an und so weiter. Ich dachte, es wäre für die gute Sache. Aber als ich in Afghanistan war, wurde mir klar, dass es darum gar nicht ging. Es herrschte Bürgerkrieg, und das war nicht mein Krieg. Was für mich spricht, ist, dass ich nie jemanden getötet habe und nie an Kriegshandlungen teilgenommen habe. Ich wollte unbedingt wissen, was geschehen ist, seitdem er aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt ist. Blieb er in Kontakt mit Al-Qaida? Ich habe alle Verbindungen abgebrochen. Dieses Kapitel meines Lebens war abgeschlossen. Ich habe weder die Zeitschriften noch andere Publikationen von Al-Qaida verfolgt. Ich hatte dort keine Freunde mehr. Ich habe alle Kontakte abgebrochen. Das war's. Sechs Jahre später ereignete sich dann das, was sein Leben mit einem Schlag veränderte. Der Telefonanruf. Mohammedous Vetter war bei Bin Laden geblieben und inzwischen ein hochrangiges Mitglied von Al-Qaida. Eines Tages klingelte bei Mohammedou zu Hause in Deutschland das Telefon. Es war sein Vetter, der anrief, und zwar von Osama Bin Ladens Satellitentelefon. Das ließ bei der CIA natürlich alle Alarmglocken schrillen. Ich lebte zu der Zeit in Deutschland und kann mich an die Fernsehberichte erinnern, in denen Mohammedou als mutmaßlicher Terrorist genannt wurde. Ich war nicht der Einzige, der sich dafür interessierte. Der deutsche Verfassungsschutz stellte Mohammedou auf Druck aus den USA unter Beobachtung. Seine deutschen Freunde wurden befragt. Meine Freunde in Deutschland, die vorher an meine Unschuld geglaubt haben, hielten mich plötzlich nicht mehr für unschuldig. Sie haben mich nicht mehr angerufen.
Mein Leben ging den Bach runter. Alles war kaputt. Es ging ganz schnell. Mohamedou kehrt zurück nach Mauretanien. Während er dort ist, verändert sich die Welt durch die Anschläge des 11. September. Plötzlich gerät jeder, der je mit Al-Qaida in Kontakt stand, unter Verdacht. Im November 2001 wird Mohamedou festgenommen. Sie können einfach meinen Präsidenten anrufen und sagen, entführt diese Person. Und die machen das dann. Warte mal. Ich zeig dir was. Dahin, in der Richtung, in die ich nicht gucke, steht ein Holzhaus. Ja. Das ist eine Moschee. Das Haus dahinter gehört dem Mann, der mich an die Amerikaner ausgeliefert hat. Ich würde ihn gerne treffen. Können wir mit ihm reden? Ich weiß nicht. Er entschuldigt sich für gar nichts. Er sagt, er sei hundertprozentig unschuldig. Das hat er einem Journalisten gesagt. Er ist der Meinung, dass wir den Amerikanern Menschen liefern müssen. Das sei der Deal. Du willst mit den Amerikanern sprechen, die dich gefoltert haben, aber nicht mit ihm? Ja, ganz ehrlich. Auf die Amerikaner bin ich weniger wütend als auf mein Land. Kann Fall ihn für uns kontaktieren? Du willst zu ihm gehen? Reden wir mit ihm, bitte. Können wir bitte? Wir besorgen einen unabhängigen Dolmetscher und kontaktieren ihn, okay? Guten Tag, Chief Inspector. Wie geht es Ihnen? Ist alles in Ordnung? Was macht die Gesundheit? Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit. Mir geht es gut. Gesegnet sei der allmächtige Herr. Gott segne Ihre Eltern. Verzeihung, darf ich kurz stören? Ich habe nur eine Frage. Welche Rolle hatte Herr Dada bei deiner Festnahme? Im Namen des barmherzigen Gottes. Der Geheimdienstchef hat mich ausgeliefert. Er hat mich am Flughafen einer Sondereinheit des amerikanischen Geheimdienstes übergeben. Also, er ist derjenige, der dich ins Flugzeug gesetzt hat. Genau. Ja, ich habe ihn zum Flughafen gebracht. Das stimmt. Aber wohin die Reise von Mauretanien ausging, wusste ich nicht. Mir wurde gesagt, Slahi würde noch einmal von einer Kommission verhört werden. Vielleicht hatten Sie Beweise, die uns nicht vorlagen. Das Problem ist, dass wir kein Verfassungsstaat sind, sondern eine gesetzlose Militärdiktatur. Deutschland hat sich geweigert, mich an die USA auszuliefern, aber mein eigenes Heimatland hat es getan. Das ist so traurig. In Guantanamo war ich der Einzige, der von seinem Heimatland ausgeliefert wurde. Das Problem ist, dass wir keine Demokratie sind. Hier herrscht kein Rechtsstaat, sondern die Cosa Nostra. Friede sei mit. Ich verschwinde. Gute Reise, Sir. Okay, auf Wiedersehen. Das war's dann wohl. Mir geht es gar nicht gut. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich hatte Albträume über unser Gespräch.
Als freier Mann, der nie so eine Erfahrung gemacht hat, musst du das nicht verstehen. You don't understand. So, children are not afraid of stuff until we. Kinder haben keine Angst, bevor wir sie das Fürchten lehren. Du bist ein Kind. Du wurdest nie von Amerikanern entführt. Warum hat der Geheimdienstchef wohl mit dir gesprochen? Er will seine Schuld nicht eingestehen, aber er sucht Trost im Gespräch mit dir. But he seeks solace in talking to you. That's his therapy. Das ist seine Therapie, um mit seinen Verbrechen klarzukommen. Er war so beherrscht, als er erzählt hat, wie er einen Bürger seines Landes an ein Folterkommando ausgeliefert hat. When he was talking about giving his own citizen to a torture squad. Mohammedou behält sein Privatleben für sich. Lange Zeit hat er mir nie etwas Persönliches erzählt. Dann stellt sich heraus, dass er sich verliebt hat in eine Amerikanerin aus seinem Anwaltsteam, eine Menschenrechtsanwältin, die in Berlin lebt und arbeitet. Während wir diesen Film drehten, heirateten sie. Ja, ich habe einen Sohn, Ahmed. Er wird in 4 Monaten 2. Er lebt in Berlin. Als ich vor einem Jahr meinen Pass bekam, wollte ich ihn besuchen. Meine Einreise wurde abgelehnt, aber ich versuche es weiter. General Miller, der Chef von Guantanamo. Wir haben einen Sketch mit General Miller aufgeführt zu seinem Abschied. Und das ist bestimmt deine Familie, oder? That's Gibbons, how I had my things. I know when I was with him. Ich saß schon immer sehr nah bei ihm. Aber dann habe ich gesehen, wie er im Verhör die Hand einer Kollegin gehalten hat. So ist er. Er manipuliert sein Gegenüber. Er lächelt und scheint Emotionen zu zeigen. Das ist seine Masche. Meinen Sie, er wurde dafür ausgebildet? Oh ja, absolut. 100%. I told people. You have to isolate him. Ich habe dem Team gesagt, ihr müsst ihn isolieren und ihm seine Leidenschaft nehmen. Seine Leidenschaft zu kommunizieren, zu reden, über was auch immer. Take it away. Und so kam es dann. Und das war Ihre Idee? Ja. Slahis Isolationshaft und der Sondervernehmungsplan waren offiziell genehmigt, oder? Ja, klar. Hat es die ganze Befehlskette durchlaufen? Na, es ging hoch bis zu Rumsfeld. Hat sie recht? Manipuliert er uns?
Er ist ein charmanter Typ. Könnte es wirklich sein, dass er das ist, was sie behauptet? Ein Terrorist, der für den 11. September mitverantwortlich ist? Ein Schatten des Verdachts folgt Mohamedou, wo immer er hingeht. Immer wieder muss er seine Unschuld von Neuem beweisen. Aber gilt man nicht eigentlich als unschuldig, bis die Schuld erwiesen ist? Jedes Mal, wenn Zweifel in mir aufkommen, lese ich von Neuem, was in den offiziellen Berichten der US-Regierung über seinen Fall steht. You've got the CIA. The FBI, wir haben CIA, FBI, DIA, das Außenministerium, das Justizministerium, der National Security Council. Alle haben seine Freilassung zugestimmt. Außerdem wurde nie Anklage erhoben. So weit kam es nie. Um es mal drastisch zu formulieren, sind Sie schlauer und wissen mehr als alle US-Geheimdienste zusammen? Ich glaube, ich weiß viel über ihn, ja. Aber wissen Sie mehr als die? Ich habe einen anderen Blick auf die Dinge und kann andere Verbindungen herstellen. Alle anderen, auch die US-Geheimdienste, haben also all die Beweise, die Sie gegen Slahi gesammelt haben, nicht gesehen? Vielleicht haben sie sie gesehen, aber die Puzzlestücke nicht zusammensetzen können. Hallo, hier ist Paul. Können wir vorbeikommen? Das machen wir gerne. Wir könnten in einer Stunde da sein. Ja. Ich komme auf jeden Fall. Okay, thank you. Danke, bis gleich. Thank you. Okay. Tschüss. Fuck! Na, wer hätte das gedacht? Anscheinend ist Mr. X nicht mehr beim Militär. Und erstaunlicherweise ist er bereit, sich mit uns zu treffen. Unter der Bedingung, dass wir seinen Namen nicht nennen. Hallo. Habt ihr euch Wasser mitgebracht? Ja. Okay, das ist Ihr Sessel. Okay. Ich sitze hier und Sie dort. Ist das okay? Ja. Ja, danke. Geht das so? Ja. He was terrified. Er hatte Angst. He was absolutely terrified. Er war total verängstigt. Like I said, I've been doing this a lot. I've done this in Iraq. I've done this in Afghanistan. Ich habe sowas oft gemacht. Ich war im Irak und mehrmals in Afghanistan. Und in meiner gesamten Karriere war er wohl der Mann, der bei den Überführungen die größte Angst hatte. That moment when, or those moments when we did the rendition. Wie sah das aus? Wie sah was aus? Die Angst. Wie haben Sie sie bemerkt? Also nochmal, hyperventilieren, zittern. So sieht Angst aus. Hat er geweint? Nein, geweint hat er nicht. Über diesen Punkt war er wohl schon hinaus. Es war die blanke Angst. Ich glaube, er hat gedacht, dass er umgebracht wird. Ich zeige Ihnen ein Bild, das ich gemalt habe. Ich kriege es nicht aus meinem Kopf. Das Blut lief ihm aus der Nase. Seine Lippen waren aufgerissen, geschwollen und blutig. Sein Auge war blau und geschwollen. Er trug eine Brille. Ich lebe seit 17 Jahren mit dieser hässlichen Wahrheit. Sie lässt mich nicht los. I really, when I was in pain,
I really wanted to destroy them. Wenn es mir schlecht ging, würde ich sie und alles, was sie lieben, vernichten. Ich wollte sie brutal ermorden. Mehr noch, ich wollte ihre Familien töten und alle, die sie lieben. Die Sondereinheit soll genau die Botschaft vermitteln, die sie Slahi vermittelt hat. Ab jetzt läuft es anders. Das Team wurde ausgewählt und trainiert, um erweiterte Verhörmethoden anzuwenden. Was heißt erweiterte Verhörmethoden? Das sind die krassen Verhörmethoden, die heute verboten sind. Haben Sie gefoltert? Yeah, I mean it's torture. Ja, das ist Folter. Wir beschützen die Menschen, die Kinder und die Mädchen. Dass große Kinder die Kleinen verprügeln, ist nicht fair. Wir finden, die Kleinen haben auch Rechte. I really want revenge. Ich wollte Rache. But when I know that justice was not coming. Als mir klar wurde, dass es erstmal keine Gerechtigkeit geben würde, dachte ich, was bleibt dann noch? Rache. Aber Rache ist eine heikle Sache. Was ist Rache? Will ich ihn töten? Will ich ihm dieselben Schmerzen zufügen wie er mir? Das ist lächerlich. Die beste Form von Rache für mich ist Vergebung. Sie gibt mir die Kontrolle zurück. Und ich dachte, wow, das fühlt sich gut an. Er muss meine Vergebung nicht gutheißen. Niemand muss das. Ich brauche keinen Anwalt dafür. Ich brauche nichts weiter. Es ist einzig meine Entscheidung. Vergebung ist also eine Art der Rache? Auf jeden Fall. Es ist die beste Rache. Mr. X erzählt uns vom Leiter des Verhörteams, dem Mann, der es zu seiner Aufgabe gemacht hat, Mahamudu zu brechen. Richard Zulli, Dick Zulli von der Mordkommission in Chicago. Wenn man seinen Namen googelt, erfährt man zwei Dinge. Erstens, dass er nebenbei in eine True-Crime-Fernsehserie auftrat. Und zweitens, dass gegen ihn schwerwiegende Anschuldigungen vorliegen. Fälle, in denen er falsche Geständnisse von Mordverdächtigen erlangt haben soll.
Hey, Dick. Good morning. Hallo, Dick. Guten Morgen. Das ist mein Kameramann Jörg. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Also, was haben Sie vor? Wir wollen die Wahrheit rausfinden. Okay, wohin fahren wir? In unser Hotel? Wie wär's mit meinem Hangar? Ja, klar. Sie sind ja Pilot. Ja. Ich frage mich, wie es sein kann, dass zwei Jahre lang praktisch niemand mit uns reden wollte und jetzt alle vor die Kamera drängen. Anscheinend wollen immer mehr Leute vom Verhörteam mit uns reden. Je berühmter Mohammedou wird, je mehr Bücher er verkauft und je näher das Erscheinungsdatum des Spielfilms rückt. Sie wollen verhindern, dass Mohammedou die Berichterstattung in den Medien dominiert. Das ist meine Höhle. Samstag oder Sonntagnachmittag sitzen wir hier zu fünft, neunt oder zehnt und diskutieren die aktuelle Weltlage. Es sind Richter dabei, Staatsanwälte, Anwälte und viele ehemalige Polizisten. I thought Slahi was borderline brilliant. Slahi war nahezu brillant. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber er war sehr, sehr clever. Und ehrlich gesagt, ein ziemlich netter Typ. Aber ich habe gesehen, wie er die Leute eingesponnen hat. Er hat geredet, ohne etwas zu sagen. Er hat das Geschehen in der Zelle kontrolliert. Wir brauchten ein Täuschungsmanöver, einen Brief. Ich weiß noch, dass es da einen Brief gab. Er hatte diesen großen Briefkopf vom Außenministerium. Ich weiß nicht mehr genau, was drin stand und wie wir dazu kamen, aber wie er eingesetzt wurde, war das Problem. Ich sagte, ich habe die Erlaubnis zu tun, was immer nötig ist. Aus Nettigkeit ließ ich ihn das Schreiben lesen. Da drin stand einfach, dass wir die Erlaubnis hatten, seine Familie aufzuspüren und zu verhaften. Wegen mangelnder Kooperation haben wir beschlossen, ihre Mutter in ein Gefängnis mit Männern zu stecken. Er las vier oder fünf Absätze. Ich sah, wie ihm die Tränen kamen und übers Gesicht liefen. Wenn Sie sagen, da gibt es bestimmt viele sexhungrige Insassen, die seit drei Jahren keine Frau gesehen haben, was meinen Sie damit wohl? Er hat es so interpretiert, wie er es interpretieren wollte. Das ist seine Sache. Wer würde nicht reden, damit die eigene Mutter nicht vergewaltigt wird? Ich würde dir alles sagen, was du hören willst. Die Informationen sind nur so aus ihm rausgesprudelt. Und nach der Vernehmung hat er noch 20, 30, 40 Seiten für uns aufgeschrieben. Er hat Diagramme mit Kontakten gezeichnet. Es war großartig. Es war der Höhepunkt von Dick Sulis Karriere. Zusammen mit dem Team bekam er einen militärischen Orden dafür, dass sie Mohammedou dazu gebracht hatten, zu gestehen. Stolz hat er mir die Urkunde geschickt. Er hat sehr enge Beziehungen zu den Leuten geknüpft, die mit ihm arbeiteten. Sie waren Freunde, wenn man so sagen will. Wir haben Freundschaften geschlossen. Es ist ein Irrtum, zu glauben, die Soldaten auf der anderen Seite seien Monster, seien böse und was nicht alles. In Wahrheit kämpfen auf beiden Seiten gute Männer. Und nur weil jemand dein Feind ist, heißt das nicht automatisch, dass er ein schlechter Mensch ist.
In einem anderen Umfeld, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, würde ich mit einem der von uns bearbeiteten Kerle ein Bier trinken gehen. Ich will nur eins, dass zwei Männer, du und ich, zusammenarbeiten, um dieses Morden, diese Gewalt zu stoppen und die Welt zu einem besseren und sichereren Ort zu machen. Wir hatten eine enge Beziehung. Und als ich ging, musste er weinen und hat mich lange umarmt. Ich konnte darüber so lange nachdenken, dass ich irgendwann erkannt habe, was mir geschenkt wurde, war Zeit. Zum Nachdenken, Reflektieren, Beten und Meditieren. Ich wünsche Richard Zule nichts Schlechtes, sondern ich hoffe, dass er seine restliche Lebenszeit dafür nutzt, auf die Menschen zuzugehen, denen er Leid zugefügt hat. Hallo Herr Zule, Sie kennen mich ja schon. Ich möchte Sie auf eine Tasse Tee einladen, an einem für uns beide sicheren Ort, damit wir über das Vergangene reden können. Vielen Dank. Ich weiß, dass Sie im Grunde Ihres Herzens ein guter Mensch sind. Danke. Mr. X ist das perfekte Beispiel dafür. Ich musste etwas sein. Ich hatte eine Aufgabe und diese Aufgabe musste ich erfüllen. Also habe ich diese Person erschaffen, Mr. X. Wie kann ich jemand sein, bei dem sich ein ganz normaler Mensch unwohl fühlt? Es geht um die Frage, wie kann ich jemandem Schmerz oder Schrecken zufügen? Es wirkt in Anführungszeichen nur für eine begrenzte Zeit. Ich versuche, diesem einen Menschen irgendwie Schaden zuzufügen. Schrecken, wie auch immer der aussieht. Ich mache also Sache X, das Übliche halt. Im Mittelalter wäre es vielleicht Fingernägel rausziehen gewesen. Wenn man beim 9. Fingernagel angelangt ist, weiß man, dass es nicht mehr dieselbe Wirkung hat wie beim 1. Also muss man überlegen, was mache ich jetzt? Ich muss was anderes ausprobieren. Nehmen wir Herrn Slahi als Beispiel, der ja nicht eingeknickt ist. Wir benutzen also eine Methode. Okay, wir machen jetzt das. Aber es sieht nicht so aus, als würde es was bringen. Also, was können wir als nächstes tun, um ihm mehr zu schaden und seinen Widerstand zu brechen? Man muss es schaffen, den Widerstand des Gefangenen zu brechen, seine Abwehrmechanismen im Verhör auszuhebeln. Er tischt uns seine Geschichte auf, die wir nicht hören wollen oder nicht glauben. Wir müssen also überlegen, wie wir ihn dazu kriegen, uns das zu erzählen, von dem wir glauben, dass er es weiß. Jetzt, wo sie ihn so weit hatten, gestand Mahamudu und erzählte Zule das, was er hören wollte. Aber passte Mahamudus Aussage zu all den anderen Informationen, die die US-Behörden gesammelt hatten? War sie Wahrheit oder Fiktion? Es gab einen Weg, das herauszufinden. Einen Lügendetektor. Das war der Wendepunkt. Ich brauchte eine Weile, um es zu verstehen. Die Ironie in meinem Fall ist, als er mich gefoltert hat, sagte ich, dass ich alles gestehen würde.
Er sagte, ich müsse mein Geständnis aufschreiben, weil er einen eindeutigen Fall haben will. Also habe ich es aufgeschrieben. So konnte er sagen, hier ist sein Geständnis, schwarz auf weiß, von ihm unterschrieben. Aber sie sagten, nein, wir müssen wissen, ob es wirklich die Wahrheit ist, denn es stimmt nicht mit den Geheimdienstinformationen überein. Also stimmten sie dem Einsatz des Lügendetektors zu. Mahamudu hatte einen Plan. Der Lügendetektor war seine Chance, und zwar die einzige, sich zur Wehr zu setzen. Er kann endlich das gewaltsam erpresste Geständnis widerrufen. Der Lügendetektor wird entscheiden. Der Lügendetektor hat mich entlastet, aber Suli meinte, das Ergebnis stimme nicht. Also kam der Lügendetektor ein zweites Mal zum Einsatz und wieder hat er mich entlastet. Damit war Suli aufgeschmissen. Der Lügendetektor hat deinen Fall also zum Scheitern gebracht. Richtig, zweimal. Polygraph is a very... Der Lügendetektor ist ein sehr, wie sagt man noch, es ist ein Hilfsmittel. Er ist nicht eindeutig. Ich weiß nicht mehr, wer überhaupt gesagt hat, er kommt an den Lügendetektor. Aber Sie waren der Chef. Ist mir doch scheißegal, ob ich der Chef war. Sie behaupten, Sly habe gesagt, dass laut Lügendetektor alles, was er bis dahin gesagt hatte, gelogen war? Sie haben nicht recherchiert. Das hier ist deren Vorbereitungshandbuch. Wenn er zum Staatsanwalt muss, soll der Bruder Folgendes tun. Vor der Befragung soll er, egal ob er Verletzungen hat oder nicht, den Staatsanwalt um eine ärztliche Untersuchung bitten. Er soll sagen, dass er gefoltert wurde. Das ist das Al-Qaida-Handbuch, das in Manchester in England gefunden wurde. Er ist den Anweisungen im Handbuch gefolgt. Es ist genau wie bei den übelsten Gangmitgliedern, die wegen Tötungsdelikten herkommen. Sie kriegen hier zu essen und werden angemessen behandelt. Normalerweise sagen sie uns alles, was sie wissen. Aber wenn sie entlassen werden und zu ihren Gangbrüdern zurückgehen, dann erzählen sie denen doch nicht, die Polizisten waren sehr nett zu mir. Glauben sie etwa, dass sie so etwas erzählen? Nein, tun sie nicht, weil sie dann ihr Gesicht verlieren würden. Sie sagen, sie haben mich halb tot geprügelt. Hier ist es das Gleiche. Glauben Sie im Ernst, er erzählt, dass er eingeknickt ist? Was sollen denn seine Freunde von ihm denken? Unser Job war es, an geheime Informationen zu gelangen, um einen potenziellen weiteren Terrorangriff zu verhindern. Klar können Sie jetzt, 19 oder 20 Jahre später, hier sitzen und sagen, oh, diese furchtbaren Menschen, er war Mutterseelen allein. Die weit wichtigere Mission aber war, an die geheimen Informationen zu kommen und Leben zu retten, vielleicht auch ihr Leben. Es gefällt mir nicht, was Sie hier tun. Das wird doch ein Verriss hier. Das ist schade, denn der Typ war ein Mitglied von Al-Qaida. Er war einer der Köpfe in Hamburg und hat in Deutschland agiert. Das scheint Ihnen alles völlig egal zu sein. Sie interessiert nur, ob er traurig war, weil er eine Zeit lang isoliert war. Okay, wir sind durch. Ich bin hier der Böse? Scheiße, immerzu geht's nur um den armen Sly. Und wir... Machen Sie das aus!
Aber am Ende haben die US-Geheimdienste Mahamadus Version geglaubt und nicht ihre. Weil sie auf ihn hereingefallen sind. Ich nicht. Für mich war er ein verdorbener, entsetzlicher Mensch. Ich habe in ihm nicht den funkelnden Stern, das Juwel gesehen. Ich bin nicht auf ihn reingefallen. Andere schon. Darum kam er auch frei. Aber Sydney, nach all ihrer Arbeit hat sich ein Bundesrichter den Fall angesehen und keine Beweise dafür gefunden, dass er die Entführer vom 11. September angeworben hat. Darum hat er ihn freigelassen. Können Sie mir sagen, wie Sie sich dabei gefühlt haben? Als ich davon erfahren habe, musste ich auf Abstand gehen. Es war einfach zu viel für mich, psychisch. Ich hatte so viel von meinem Leben gegeben. So viel geopfert, um den anderen Geheimdienstlern klarzumachen, wer er ist. Es war sehr schlimm für mich, einfach so abgetan zu werden. Das ist es bis heute. Immerhin war er die letzten 14 Jahre im Gefängnis. Aber reicht das? Mit Sicherheit nicht. Auf keinen Fall. Was wäre denn Ihrer Meinung nach angemessen? Für mich persönlich? Sein Tod. Er sollte sein Leben verlieren. Ich kenne Mahamadou nun schon seit ein paar Jahren und merke, dass er sich langsam verändert. Es wird schwieriger, ihn für dieses Projekt ans Telefon zu bekommen. Er ist weniger daran interessiert, über Guantanamo zu reden und denkt mehr über die Zukunft nach. Für das Bundesinnenministerium stellt Mahamadou eine Bedrohung für die deutsche Sicherheit dar. Er bekommt kein Visum. Aber er gibt nicht auf. Er versucht weiterhin, endlich nach Deutschland zu ziehen, zu seiner Frau und seinem Sohn. Inzwischen arbeitet er als Life Coach und gibt Motivationskurse online. Let's say you have a partner. Angenommen, du hast einen Partner. Es kann ein Mann oder eine Frau sein. Und dieser Partner hat dir Leid zugefügt. Er hat dich sehr verletzt. Und ihr zwei durchlebt eine sehr schlimme Trennung. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du denkst wie besessen immer wieder daran, was die Schlampe dir angetan hat. Oder du sagst, okay. What that person did to me, okay, diese Person hat mich sehr schlecht behandelt, aber ich muss nach vorne schauen und diese Person gedanklich in ein kleines Kind verwandeln, dem ich über Kopf und Schultern streichle und sage, das war nicht gut, aber ich vergebe dir und lass dich los, weil auch ich frei sein will. So stelle ich mir Vergebung vor. Ich lasse diesen sehr großen Mr. X zu einem sehr kleinen, weinenden Kind schrumpfen. Würde ich dieses Kind retten? Natürlich würde ich es retten. Irgendwann, das ist sicher, war er dieses verletzliche Kind. Und dieses Kind existiert noch immer in ihm, das ist klar. Und da sage ich, ich lasse dich los, weil ich weitergehen muss. I think that Mr. Slahi has done very well for himself. Ich denke, dass Herr Slahi es gut hinbekommt, ein neues Bild von sich zu kreieren, das dazu passt, wer er als Individuum ist. Ich glaube, jede Interaktion mit mir würde ihm nur dazu dienen,
sich selbst als großherzigen Vergebenden zu inszenieren. Ich habe mir Videos von ihm angeschaut. Und so, wie er da spricht, ist es sehr wahrscheinlich, dass er genau das tun wird. Ich erwarte nicht von Herrn Slahi, dass er mir vergibt. Ich erwarte von niemandem, dass er mir vergibt. Was ich getan habe, habe ich willentlich getan. Ich war Teil davon. Teil des Systems. Teil des Problems. Wollen Sie ihm das selber sagen? Ich weiß nicht. Das wäre ein ziemliches Ding. Nochmal, ich glaube, dass Herr Slahi ein Feind der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Wenn ich mich mit ihm darüber unterhalten müsste, würde ich nur helfen, das Bild zu befeuern, das er von sich selbst kreiert. Und das fühlt sich nicht gut an, John. Bereit, Mohamedou? Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Das weißt du nicht? Worauf kommt es denn an? Zunächst möchte ich Ihnen sagen, dass es mich sehr freut, Sie wiederzusehen. Und dass es mir wirklich, wirklich leid tut, dass Trump die Wahl verloren hat. Ich mag Dramen, aber ich bin nicht so gern Teil davon. Jetzt lügst du aber. Du wirst immer Teil des Dramas, Mohamedou. Moment, ich rufe ihn an. Hey, Pillow. Ach du Scheiße, das gibt's doch nicht. Hey, pass auf, was du sagst, sonst fessle ich dich. Ich bin dick geworden, Mann. Wollen Sie sich das mit dem Telefonat noch mal überlegen? Herr Slahi, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, Sir? Ich kann nicht klagen. Und selbst? Mir geht es sehr gut. Schön. Danke der Nachfrage. Gern. Es ist interessant. Ich wollte dieses Telefonat eigentlich auf keinen Fall führen, weil ich sehr gemischte Gefühle habe, was diese Zeit und das, was passiert ist, angeht. Aber ich wollte Ihnen ein paar Dinge erklären. Ich war einfach total schockiert, dass ich Ihrer Meinung nach einer derjenigen gewesen sein soll, die Sie körperlich misshandelt haben. Das stimmt einfach nicht. Glaubst du, dass noch irgendjemand zu dir stehen würde, wenn die wüssten, dass du dir einen Führer angeworben hast? Ich würde selbst nicht zu mir stehen, wenn ich die Flugzeuganführer angeworben hätte. Ich sage Ihnen was. Was es außerdem schwierig macht, hier mit Ihnen zu reden, ist, dass ich nicht von Ihrer Unschuld überzeugt bin. Und ich glaube auch immer noch, basierend auf den Informationen, die ich hatte, dass Sie ein Feind der USA sind. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war nie Feind Ihres Landes. Ich habe nie einem Amerikaner etwas angetan. Und überhaupt, ich habe nie irgendjemandem etwas angetan. Ich war nie Teil einer Verschwörung. Ich habe nie mit irgendjemandem geplant, irgendjemandem etwas anzutun. Die Akten bestätigen das.
Sie haben das Recht, zu glauben, was Sie wollen, aber für mich ist heute ein guter Tag, weil ich Sie wiedersehe, und zwar als einen glücklichen Menschen. Ich muss keine Ihrer Fragen beantworten und ich muss mich nicht zu einer Ihrer Theorien äußern. Ich kann jederzeit sagen... Bye-bye. Tschüss. Ja, aber ich meinte eigentlich etwas anderes. Gott weiß, dass ich kein Anwerber für Al-Qaida oder irgendeine andere Organisation war. Das wissen ich, Allah und die Menschen, die mir glauben. Ich mag deinen Bart. Der sieht toll aus. Und ich mag deine Frisur. Vielen Dank. Wir haben in der Kirche darüber gesprochen, ob man jemals jemanden so verletzt hat, dass man um Vergebung bitten will. Und ich will um Vergebung bitten, falls ich dich verletzt habe oder etwas getan habe, das ich nicht hätte tun dürfen. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich dir nie wirklich etwas angetan habe. Trotzdem will ich dich um Vergebung bitten. Ich war 20 und wusste nicht, was ich tue. Du hast recht, mein Haus steht dir offen. Okay. Aber ich mag Schweinefleisch. Kochst du mir dann was mit Schweinefleisch? Hier gibt es Wildschweine. Magst du Wildschwein? Ich mag alle Schweine. Wir haben Wildschweine, aber keiner isst sie. Du kannst sie alle essen. Ja, super. Aber ich möchte eins sagen. Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden wie sie. Das war nicht richtig. Was wir getan haben, war falsch. Das steht außer Frage. Von Mensch zu Mensch. All das hätte nicht passieren dürfen. So sind wir eigentlich nicht. Wir haben unsere Maßstäbe verraten. Wir hätten niemanden so behandeln dürfen. Ich muss mit der Schande leben. Vielleicht ist das ein kleiner Sieg für alle Beteiligten. Ich muss mit dem, was ich getan habe, leben. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür, auch wenn ich nicht stolz darauf bin. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wollen Sie darauf antworten, oder? Aber später, 2006, hattest du Guantanamo ja praktisch in deiner Hand. Du hattest deinen eigenen Garten, dein eigenes Leben, du hast Schach gespielt, du hattest eigentlich eine gute Zeit. Nein! Ich konnte meine Familie nicht anrufen, ich konnte nicht nach Hause. Das verstehe ich, Muhammadu, aber damals hat dir keiner was getan, du hattest keinen Grund, Angst zu haben. Nein, ich hatte Angst. Sie irren sich. Meine Angst verschwand erst, als ich wieder zurück in der Heimat war. Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, was passiert. Das kann man nicht steuern. Ja, das stimmt. Das kann ich verstehen. Es war ja kein Ende in Sicht. Okay, dann lass ich dich mal schlafen. Es war toll, mit dir zu reden. Fand ich auch, Mann. Es war, als hätte ich einen alten Freund wieder getroffen. Echt krass. Danke, Mann. Ich hab dich lieb. Wo wohnen Sie jetzt? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich rede nicht über meine Familie. Über meine Familie rede ich nicht, Mann. Oder darüber, wo ich bin oder was ich mache. Ganz einfach, Kumpel. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ja, tschüss, Herr Slahi. Tschüss. Zufrieden? Die glauben, dass du unschuldig bist. Aber die Informationen, die sie hätten haben können, wenn sie gewollt hätten, sagen etwas anderes. Mein Hund muss mal, so sagt man auf Arabisch für, ich brauche was zu trinken. Jetzt ist er einfach gegangen. Das war seine volle Absicht. Genau so ist er. Behaves. Yeah. This conversation was quintessentially Muhammadu. Dieses Gespräch war typisch Muhammadu Slahi. Er ist narzisstisch und manipulativ. Aber wie gesagt, ich bin Mr. X. Mich kann niemand manipulieren.
wie ich den Kerl vermisst habe. Ich muss nur mit ihm reden und schon kommt alles wieder hoch. Für mich ist er jemand ganz Besonderes. Das wurde mir erst jetzt bei dem Telefonat so richtig klar. Ich habe diesen Kerl fest in mein Herz geschlossen. Er ist einfach toll. Keine Ahnung, warum ich das eben gesagt habe. Ist mir einfach so rausgerutscht. Allein zu wissen, dass ich diese Verbindung immer noch mit jemandem habe, ist einfach toll. Das ist etwas ganz Besonderes. That's special. Meine Tabletten sind da drüben. Das hier ist mein Stimmungsstabilisierer. Den muss ich nehmen. Ich bin dann weder traurig noch fröhlich oder zu aufgeregt oder zu debri. Das hier ist dasselbe. Ja, das hier. Die muss ich regelmäßig nehmen, weil ich immer wieder Gürtelrose kriege. Das ist gegen Übelkeit. Wenn ich nachts nach einem Albtraum aufwache, habe ich Sodbrennen und mir wird schlecht. Dann muss ich die nehmen, um wieder einzuschlafen. Das ist Naproxen für den unteren Rücken, der vom vielen Schleppen bei der Armee kaputt ist. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verschiedene Medikamente, die ich über den Monat verteilt nehmen muss. Drei Wochen lang hatte ich durchgängig eine psychotische Episode. Ich konnte meinen Körper nicht mehr richtig spüren und hatte außerkörperliche Erfahrungen. Ich konnte einfach nicht mehr, emotional. Immer wieder bin ich ohne sichtbaren Grund einfach zusammengebrochen. Ich habe mich immer mehr von meiner Familie zurückgezogen, bis meine damalige Frau irgendwann erkannte, dass es ernst ist. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich wollte mich selbst verstümmeln oder mich umbringen. John hat gesagt, du hast ihn gefragt, wann wir fertig sind, und er meinte 10.30 Uhr. Und wie spät ist es jetzt? 10.33 Uhr. Aber ich habe noch drei Fragen für das Interview. Dann hast du dich geirrt. Ich habe alles für mein Land gegeben. Ich habe meine 20er und 30er dem weltweiten Kampf gegen den Terrorismus geopfert. Wir Amerikaner haben so gut für sie gesorgt. Wir haben ihnen Medikamente gegeben. Angehörige mancher Häftlinge haben darum gebeten, sie in Guantanamo zu behalten, damit sie in Sicherheit sind. Das will niemand hören. Diese Wahrheit interessiert keinen, aber so war es. Und für die Amerikaner in Guantanamo hat sich nie jemand eingesetzt. Nie hat sich ein Journalist dort blicken lassen. Kein Mensch hat sich um die Amerikaner da unten geschert. Man hat auf uns geschissen. Wir waren allen egal. Amerikaner sind so... Wer interessiert sich schon für dich? Du musst zwischen den Zeilen lesen, Alter. Aber jetzt mal im Ernst. Ist das ein Problem für dich, dass die Amerikaner werden? Ja, natürlich. Aber warum? Das kann ich dir nicht erklären. Klar kannst du das.
Du findest sonst auch immer die richtigen Worte. Ich benutze dich als Eintrittskarte. Ich kriech dir in den Arsch. Dieser Typ hier glaubt, dass er mich benutzt, dass er schlau ist, weil er Filme macht. Aber ich benutze ihn, um meinen Film zu machen. Er ist nämlich meine Eintrittskarte. Dieser Typ ist Amerikaner und sein Land regiert die Welt. Ich drehe den Spieß einfach um und benutze ihn, um meine Story unter die Leute zu bringen und mehr Bücher zu verkaufen. Werbung ist immer gut. Von wem hast du das gelernt? Amerika. Ha ha ha.